für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ich glaube, ich kenne da ein paar Leute. Also das mit dem sinnlos grausam. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Was ist an meinem Knochenbau unvorteilhaft? Hä? Bitte begründe diese Aussage. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Angefasst. Hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel! Immer wieder lustig. Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich genau muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Du nennst mich Mörder? Und du? Da ist sie ja auch ein. Das ist sie sowieso, aber genau, hier, da konnte man nicht hoch. Hui. Computer! Nein. Komm. Ach man, den kann man gar nicht aufheben. Ist ja scheiße. Ein scheiß Gemälde. Who are you? Naja. Aber normalerweise, also wenn man RL so hier wäre, das niemals passiert, weil das komplette Spiel ist eigentlich unlogisch. Aber man mal überlegt, theoretisch würde man dann ja hier runter durchkriechen und irgendwie versuchen, hier in die Freiheit zu klettern. All das hier, würde ich sagen, ein bisschen tödlicher ist als... Also, hier, als da rausklettern. Da! Ah, normalerweise stehe ich hier gerade gar nicht mehr drauf, aber ich hatte noch Glück. Musst du kurz überlegen, welche Tasten... Boy. Ne? Verstehst du doch? Ich wollte das nochmal kurz sinnbildlich erläutern. Ich versuche mal was, was ich normalerweise nicht versuche. Also wenn ich jetzt sterbe. Oh, nein! Ach! Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Dass ich da runterfalle. Also nicht ich, sondern der Cube. Okay, dann halt nichts. Da machen wir es auf die alte Wünsche. Ey, wie ich beinahe hier immer runterfalle. Ich glaube... Cool, ich habe keinen Schatten. Nur der Cube hat einen Schatten. Seht ihr? Nur Cubi-Schatten. So. So soll es, glaube ich, nämlich eigentlich sein. La 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 li lu dabli du. Sehr gut.
Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Ich war schlecht. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ja, da hat sie ausnahmsweise mal recht. Ich war gut genug, um diesen Test zu bestehen. Voll die vielen Fails. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Naja, ich erinnere mich. Hier sieht man nochmal... Ach, das zeige ich später, wenn die Bildschirme alle wieder da sind. Wie so ein Turm aufgebaut ist. Hallo. Fall um! Lass mich verarschen! Fall um! So. Alles so kaputt. Ach, den Testraum, an dem erinnern wir uns doch. Der war doch auch in dem ersten Teil dabei, ne? Sicher? Richtig, nämlich schon. Oh, sieht man hier wieder mein Blut? Nein, diesmal nur die Einschusslöcher. Schade, schade. Achso, ja, genau, das ist mir der Portalkanone. Oh, hier ist. Ich hab dich nicht. Oh, nice sound. Wieso? Das sieht man auch gar nicht mehr. Also einige Sachen haben sich schon im Vergleich zum Teil 1 verschlechtert. Zum Beispiel, der war vorher aus Eisen, hatte einen eisigen Sound und dann sah man das hier noch. Ach ja, genau. Ach ja. Aber allgemein finde ich immer noch Teil 2 genial. Weitaus besser als den Teil 1. Ciao! Hallo. Selbstmord! Nein. Hier kann man auch gar nicht rumspringen. Oder allein da würde ich auch mal springen werden. Lol. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Ah ja, so baut ihr also Testkammern. Interessant. How very interesting. Nicht. Doch, eigentlich. Ich persönlich finde es interessant. Es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die würden sagen, öde. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Klasse, super. Ach ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich glaube, das ist schon in der letzten Folge, oder ich weiß nicht mehr, ich mach das ja nicht. Ich habe ja hier keinen Timer. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Ja, interessant.
Was für ein Overwall? Frage ich mich. Egal. Da bist du. Ja, hallo. Und tschüss. Hallo. 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 Ah ja. Oh, kaputt. Wisst ihr was? Ach, schon echt dumm. Too much. Lol, die schießt sich gegenseitig ab. Klasse, ne? Aua! Haha! Genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Der fette Turret, das ist auch schon wieder so ein Indiz dafür, was später kommt. Also das Ende von 2. Und ein bisschen sorglos durch die Luft zieht. Ist das nicht schön? Ha, die Kamera kommt gar nicht mit hinterher. Boah. Aua. Ja. Och nee, habe ich zu hoch gesetzt. Also bei dem habe ich zu hoch gesetzt, bei dem nicht. Interessant. Ultimate Angriff! Ich nehme mal. Okay, danke. Aha. Ah, hat man wieder geschaut. Ja, hier sind ist sowas, aber wenn ich nicht auf dem Flug bin, ist das scheiße. Lauf, 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 lauf! Boah, ich glaube, ich bin beinahe tot gewesen. So. Moment, Moment, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ist dort jemand im Modus? Moment, ich versuch mal was. Haha. Suche Monster. Und tschüss. Ich will mal was versuchen. Könnten Sie bitte hier kommen? Also du verreckst erstmal. Ja, jetzt so schade. So, ich dachte, vielleicht wird der Tour durchtrennt. Ist doof. Nein! Das ist auch lustig. Vielleicht sollte ich nicht mehr im Let's Play lachen. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe 2 mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Ja, sehr klein. Hat sie unsere Eltern gefunden? Hat sie das gefunden, was wir die Jahre über nicht hatten? Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst 2 Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Sie will uns... Lol. Also vielleicht unsere Eltern zeigen. Hallo. Nichts. Das ist auch immer nice. Da kann man Tools zerstören. Und werde es auch schon. Musste mal wieder sein, weil wir das die letzten Teile halt nicht gemacht haben. Bam! 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 Musste sein.